Durch. Ja, okay. Stopp! Du kommst hier nicht rein. Ihr dürft natürlich bleiben. Ihr wollt ja auch Netzgeschichten gucken. Aber ich lasse hier tatsächlich nicht jeden rein. Genauso wenig wie die Telekom jedes Smartphone ins Sortiment aufnimmt. Denn nicht jedes Smartphone genügt den Ansprüchen der Telekom. Um was es da ganz genau geht, das klären wir jetzt in den Netzgeschichten. Heute öffnen wir eine Tür, hinter die bisher nur wenige blicken durften. Wir sind im Testcenter der Telekom zu Gast. Hier werden zahlreiche Smartphone-Modelle unter die Lupe genommen. Was macht ihr hier im Testcenter? Wir kümmern uns um die Einführung neuer Endgeräte. Das Ganze für 13 Länder der Deutschen Telekom. Und man kann sich das so vorstellen wie ein Erlkönig-Labor. Das heißt, wenn neue Geräte auf den Markt kommen, dann haben wir sie ca. 12 bis 16 Wochen vorher im Labor und kümmern uns dann um die Integration und die Qualitätssicherung der Geräte. Plus zusätzlich die Einführung neuer Technologien und Services wie zum Beispiel 5G. Was wird hier genau getestet? Also wir kümmern uns bei der Integration der Endgeräte und dem Testing um drei Hauptbestandteile. Das ist zum einen Services, dann Betriebssysteme und Netzparameter. Bei Services kann man sich verschiedene Applikationen, also Apps vorstellen, die getestet werden. Beim Betriebssystem geht es von Security über generelle Stabilitäts- und Performance-Tests. Und die Netzebene stellt dann komplett sicher, dass die Kunden vernünftig telefonieren können und natürlich auch vernünftigen Durchsatz haben beim Internetverkehr. Habt ihr denn eine besondere Türpolitik? Einer kommt rein, der andere nicht? Also wir haben eine Türpolitik, indem wir sagen, wir stellen die Qualität für den Kunden sicher. Das heißt, kein Gerät kommt in die Shops, bevor die Qualität nicht stimmt. Das stellen wir sicher. Wenn denn tatsächlich das Endgerät mal nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen und natürlich die Anforderungen sind, dann wird es eine neue Softwarerunde geben und das Gerät wird nochmal nachgebessert. Wie viele Smartphones habt ihr denn hier? Wir haben mehrere hunderte verschiedene Endgerätemodelle. Insgesamt haben wir ca. 5000 Smartphones. Die haben wir aus dem Grund da, dass wir die Geräte über den gesamten Lebenszyklus begleiten, sei es bei Kundenproblemen als auch bei Betriebssystem-Updates oder Herstellernachbesserungen. Was man mit alten Smartphones anstellen kann, hatten wir in der Folge Netzgeschichten schon mal besprochen. Das Video dazu gibt's nochmal hier. Und was all das mit Bockwurst zu tun hat, das seht ihr hier. Kanal abonnieren nicht vergessen. Nächsten Donnerstag sehen wir uns wieder. Bis dann!